Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um Broken Darkness, so vollkommen, von M. O'Keefe gehen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes, wie immer vorweg, ich habe das Buch wieder netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich mega gefreut, dass ich das Buch ja auch wieder von euch bekommen habe. Der erste Teil ist ja im Januar erschienen und der zweite jetzt gleich im Februar. Der dritte kommt im März und der vierte im April. Was ich mega cool finde, dass diese Bücher so kurz hintereinander rauskommen. Und es ist jetzt so, dass der zweite Teil noch direkt an den ersten anknüpft. Das heißt, der erste und der zweite Teil gehören von der Story her zusammen. Der dritte und der vierte sind dann eigenständige Teile, die auch separat gelesen werden können. Aber man sollte, bevor man den zweiten liest, auf jeden Fall den ersten gelesen haben, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und ja, deswegen kann ich euch zum Inhalt hier auch nicht wirklich was sagen, weil es der zweite Teil ist. Ich würde das jetzt so machen, dass ich euch als allererstes vorweg kurz erzähle, wie mir das Buch gefallen hat, wie ich den Abschluss dieser zwei Bücher fand. Und dann würde ich nochmal ganz kurz was zum Groben und Ganzen, zur Geschichte im Allgemeinen sagen. Das sollten dann aber nur die Leute tatsächlich gucken, die dieses Buch auch gelesen haben, sonst würde ich euch spoilern und das möchte ich ja nicht. Und das war Milo, der sich geschüttelt hat. Ich würde sagen, ich starte wie immer mit der Handlung. Und zur Handlung kann ich nur sagen, dass die Handlung mir vom zweiten Teil wieder sehr gut gefallen hat. Die ersten 100, 150 Seiten, die habe ich einfach nur so weggezogen, weil das ja das Ende quasi vom ersten Teil war. Und das war so heftig, was dann hier am Anfang in diesem Buch gleich wieder passiert. Und man wird dann einfach so gleich wieder reingesaugt in die Geschichte, dass man einfach liest und liest und liest und liest und liest. Und dann denkt man sich so, oh, 150 Seiten von dem Buch schon wieder weg. Huch, wie konnte das denn passieren? Und ja, also die Geschichte startet gleich mit einem riesigen Knall, kann ich nur so sagen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Ende vom ersten Teil hat ja einen mega fiesen Cliffhanger und gesagt, hier setzen wir an dieser Stelle exakt wieder an. Und oh mein Gott, was hier passiert, ist so heftig. Ansonsten beschäftigt sich die Handlung vom zweiten Teil eher so im Ruhigeren mit der Charakterentwicklung und mit unseren zwei Hauptcharakteren natürlich. Denn diese beiden müssen irgendwie versuchen, zueinander zu finden. Und ob sie es am Endeffekt natürlich schaffen oder nicht, ist es ja, worum es in diesem Buch geht. Dann kann ich sagen, dass die Handlung hier vom zweiten Teil schon eine sehr, sehr gute Überleitung für den dritten und vierten Teil ist. Ich stelle das Buch mal ganz kurz. Wo stelle ich das Buch denn jetzt hier hin, dass ihr das auch seht? So, da muss ich es nicht die ganze Zeit festhalten. Bleib stehen. Denn es tauchen hier die Pärchenkonstellationen von dritten und vierten Teil schon auf. Und ich bin so sehr gespannt, wie der dritte und der vierte Teil ist. Weil ich einfach denke, dass es richtig gut wird, weil diese Pärchenkonstellation, das ist Holla die Waldfee, da ist ordentlich Feuer dahinter, da geht es bestimmt tierisch ab und ja, habe ich mich auch sehr gefreut, dass das hier schon so angeteasert worden ist in dem zweiten Teil und das quasi so ein guter Einstieg halt auch ist für den weiteren Verlauf dieser Geschichte und dieser Pärchenkonstellationen, die es da noch geben wird. Und ja, wie gesagt, ansonsten ist der zweite Teil von der Handlung her eher ruhiger. Wie gesagt, wir beschäftigen uns hier eher so mit dem Thema Charakterentwicklung und dem Zueinanderfinden unserer beiden Hauptcharaktere. Und natürlich passiert hier noch einiges an Drama und Action und natürlich geht hier noch einiges ab in dem Buch. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht zu viel verraten an der Stelle. Aber ich muss sagen, im Vergleich zum ersten Teil fand ich den zweiten so im Verlauf der Geschichte, mal abgesehen von dem krassen Anfang und dem Ende, fand ich das eher ruhiger. Und das war für mich völlig in Ordnung. Ich habe mich total fallen lassen können in die Geschichte. Ich habe mich total entspannt beim Lesen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, den zweiten Teil wieder zu lesen. Ich habe ihn auch ultra schnell gelesen. Ich war nach zwei Tagen auf jeden Fall fertig mit der Geschichte und war dann auch etwas traurig, dass ich schon wieder fertig bin. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den dritten und den vierten Teil. Wie gesagt, die erscheinen im März und April gleich mit. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, was die Handlung betrifft, kann ich mir sagen, dass mir auch der zweite Teil wieder erst wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben hier wieder sehr, sehr viel Drama. Dieses Buch übertreibt an manchen Stellen extrem. Ne? Also ich kann das nur wieder sagen, das habe ich im ersten Teil schon gesagt, wer nicht auf dieses übertriebene, überzogene, extrem kitschige steht, wo man halt auch mal sagen kann, okay, das ist halt einfach überdramatisiert und das ist halt einfach drüber von der ganzen Art und Weise her. Wer sowas nicht haben kann, dem würde ich sagen, lass die Finger von den Büchern, aber alle anderen, die da genauso drauf stehen wie ich, den kann ich nur sagen, lest diese Bücher, sie sind so gut, sie sind so andersartig auch einfach mal. Wie gesagt, ich vergleiche sie für mich immer mit der Sinners of Saint-Reihe, die ist auch so andersartig wie andere Bücher und die hat mir auch sehr gut gefallen und ja, in diese Kategorie würde ich Broken Darkness auch auf jeden Fall stecken. Ich fand die Geschichte richtig toll, was die Handlung betraf und ja, kann es euch, was das betrifft, auf jeden Fall nur empfehlen. Was die Charaktere betrifft, haben wir hier im zweiten Teil auch wieder eine richtig tolle Charakterentwicklung, die unsere Protagonistin auf jeden Fall durchmacht. Annie ist ja zu Beginn der Geschichte ein sehr, sehr introvertierter Mensch, ein sehr, sehr ruhiger Mensch, ein sehr, sehr ängstlicher Mensch. Und sie macht ja schon im ersten Teil der Geschichte eine Entwicklung durch und versucht, zu sich selbst zu finden. Und dieser Selbstfindungsprozess, der wird hier im zweiten Teil fortgesetzt. Und sie versucht herauszufinden, was sie für ein Mensch ist und was sie für ein Mensch sein möchte. Und
Ja, ich fand, das hat die Autorin auch hier im zweiten Teil wieder sehr, sehr schön beschrieben und hat sie sehr, sehr gut rübergebracht für mich. Ich konnte das auf jeden Fall alles komplett nachvollziehen, was hier passiert ist. Und ja, ich fand Annie als Protagonistin der Geschichte auch wirklich richtig, richtig toll. Ich habe sie komplett verstanden, vom ersten Moment an, ihre komplette Situation. Ich habe es komplett nachvollziehen können. Und ja, das fand ich auf jeden Fall richtig gut. Und auch, was mit Dylan passiert ist und seine Geschichte, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch seine Entwicklung in der Geschichte hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann nur sagen, dass unsere Hauptcharaktere die Geschichte hier super tragen, dass es ein super Einstieg in diese Reihe gewesen ist. Und ich jetzt auf jeden Fall so gespannt bin auf den dritten und vierten Teil. Im dritten Teil jetzt geht es dann um den Bruder von Dylan, um Max, und um die Nachbarin von Annie, um Joanne. Und im vierten Teil geht es um den Teilhaber von Dylan an der Firma und um eine weitere Nachbarin von Annie. Und das sind heftige Konstellationen, das sind Geschichten, die da dahinter stecken. Da möchte ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen, weil ich hier nicht spoilern möchte an dieser Stelle. Aber ich kann nur sagen, es wird so gut. Und auch diese Charaktere hat man in diesen Büchern schon kennengelernt und man hat sie schon so ein Stück weit gesehen und man kann sich schon ein Stück weit schon vorstellen, wie die Geschichte aufgrund dessen werden wird. Und auch die anderen Nebencharaktere, die in diesen Büchern hier noch mit drin vorkommen, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, die Autorin hat das super rübergebracht. Die Charaktere spielen ihre Rollen richtig gut und ja, mehr kann ich zu den Charakteren auch nicht sagen, außer dass es mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Was das Setting betrifft, hatte ich ja im ersten Teil schon gesagt, dass wir hier den größten Teil der Geschichte in einem Trailerpark erleben. Und so ist es im zweiten Teil auch. Also die Geschichte spielt vornehmlich in diesem heruntergekommenen Trailerpark. Und ich fand es aber auch trotzdem im zweiten Teil nicht langweilig. Also ich finde, die Autorin hat die Geschichte einfach so spannend erzählt und das hat sich so gut in dieses Setting eingefügt, dass man sich nicht irgendwann mal fragt, so mein Gott, sehen die eigentlich auch noch irgendwas anderes außer diesem Trailerpark? Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Also was das Setting betrifft, kann ich auch wieder sagen, wie im ersten Teil, nur super umgesetzt. Und wie gesagt, ich konnte mir das alles sehr, sehr gut vorstellen. Ich denke, der dritte und vierte Teil werden dann nicht nur in dem Trailerpark spielen. Auf jeden Fall der dritte nicht. Beim vierten, schauen wir mal. Aber ich fand das Setting wieder richtig toll. Die Autorin hat das super rübergebracht, sie hat das super beschrieben. Ich hatte keinerlei Probleme, mir da irgendwas vorzustellen. Und ja, was das Setting betrifft, kann ich mich an dieser Stelle auch absolut nicht beschweren. Kommen wir als allerletztes wieder immer noch mal mit zum Schreibstil. Und hier kann ich auch wieder sagen, dass der Schreibstil locker, leicht und einfach von der Hand geht. Man kann sich super in die Geschichte fallen lassen. Man hat keine Probleme, irgendwie im Fluss zu bleiben bei diesem Buch. Der Schreibstil ist ganz einfach gewählt und ganz locker und leicht. Er ist streckenweise ein bisschen derbe. Was aber auch diese Geschichte braucht, was halt auch mit den Hintergründen in dieser Geschichte zusammenhängt. Und das hat mir in dem Kontext sehr, sehr gut gefallen und das mochte ich sehr. Der erotische Anteil in dieser Geschichte war okay für mich. Ich fand es im ersten Teil ja so ein bisschen hoch. Da hätte es für mich ein bisschen weniger sein können. Aber hier im zweiten Teil war das für mich völlig okay, weil diese ganze Geschichte, die da drumherum erzählt wurde und dieses ganze Drama, was da erzählt wurde, hat das sehr, sehr gut ausgeglichen. Und ja, ich fand den Schreibstil wieder sehr, sehr gut. Was die erotischen Szenen betraf, fand ich, waren sie gut beschrieben. Da ist nichts, was man sich denkt so, okay, also es gab eine Stelle, wo ich so dachte, so okay, das ist aber prinzipiell bei mir so ein Ding, weil ich sowas prinzipiell selber nie machen würde, deswegen habe ich damit immer Schwierigkeiten, wenn das dann in einer Geschichte vorkommt. Ich möchte jetzt hier nicht drauf, nein, ich erzähle euch das jetzt nicht, was das ist. Auf jeden Fall waren die erotischen Szenen im Großen und Ganzen wirklich gut beschrieben, es hat mir gut gefallen, auch wie gesagt, der restliche Schreibstil locker, leicht und einfach und ja. Ich kann auch hier wieder nur sagen, dass das die Geschichte komplementiert hat, dass es super zur Geschichte gepasst hat und die Geschichte auf jeden Fall rund gemacht hat. Mein Fazit zu Broken Darkness, so vollkommen dem zweiten Teil in dieser Reihe, ist, dass es einfach eine großartige Fortsetzung vom ersten Teil ist mit einem richtig, richtig krassen Anfang, der wirklich den Cliffhanger vom ersten Teil super aufgreift. Und man ist ja so gespannt am Ende vom ersten Teil, wie es denn jetzt hier weitergeht. Und ich finde, die Autorin hat das super umgesetzt. Und wie gesagt, die ersten 100, 150 Seiten, die liest man einfach nur so weg, weil das so spannend ist, was dort einfach passiert. Und auch der Rest der Geschichte hat mir, wie gesagt, gut gefallen. Und ich finde, es ist eine gute Fortsetzung, eine gelungene Fortsetzung vom ersten Teil. Und ich freue mich jetzt sehr auf den dritten und vierten. Ich werde an dieser Stelle nochmal einen nicht spoilerfreien Teil machen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich möchte noch so zwei, drei Sachen zu diesen Situationen in diesen Büchern einfach mal gerne loswerden. Und wenn ihr die Bücher gelesen habt und euch geht das so wie mir, dann bleibt einfach dran. Allen anderen würde ich jetzt gerne sagen, schaltet ab,
Ich möchte hier niemanden versehentlich spoilern. Wer gespoilert werden möchte, der kann natürlich auch gerne dranbleiben. Und ja, kommen wir mal zur Geschichte von Broken Darkness. Der zweite Teil setzt ja wirklich exakt an dem Punkt an, wo der erste aufhört. Und zwar, dass Annie nach Hause kommt, nachdem sie diese, nennen wir es Auseinandersetzung, Diskussion oder was auch immer das war, mit Dylan hatte. Und ja sowieso schon nicht hundertprozentig mit sich im Reinen ist in dem Moment. Und dann kommt die nach Hause in ihren ach so geliebten Wohnwagen und dann ist da ihr ekelhafter Ehemann und oh, diese ganze Sache mit Hoyt oder wie auch immer man den Typen ausspricht, das war so schrecklich für mich, weil ich echt dachte so, nein, der hat die jetzt nicht ernsthaft gefunden. Und dann, wo die am Ende vom ersten Teil auf diese Kante knallt und ihr schwarz vor Augen wird und dann das ist das Ende und ich dachte am Ende so, what? Nicht euer Ernst. Ich meine, am Ende vom ersten Teil war die Leseprobe vom zweiten drinne, aber ich habe sie bewusst nicht weitergelesen, weil ich wusste, dass diese Leseprobe mich nicht zufriedenstellen wird mit dem, was da drinne steht. Und deswegen bin ich froh, dass ich da auf jeden Fall gewartet habe, bis der zweite Teil jetzt komplett draußen war, denn wie gesagt, die ersten 100, 150 Seiten, die waren so, waren sie weg. Und ja, ich fand die Situation am Anfang wirklich extrem. Dieser komplette Konflikt, wo sie ihn dann versehentlich erschießen tut, weil sie halt einfach eine Arterie erwischt hat. Mein Gott, passiert. Aber ich fand es halt auch gut, dass die Autorin das dann nicht so abgetan hat, sondern dass Annie sich damit beschäftigt hat, dass sie damit Probleme hatte, einen Menschen getötet zu haben. Denn ich glaube nicht, dass das jeder einfach so wegstecken würde. Und das hätte einfach nicht zu Annie gepasst, wenn das dann halt einfach so fallen gelassen worden wäre. Und deswegen finde ich das gut, dass die Autorin das aufgegriffen hat, dass sie da auch nochmal drauf eingegangen ist. Und ja, ich fand das halt auch gut, was mit Dylan in diesem Buch passiert ist. Dass man zum einen mehr über ihn erfahren hat, dass man ja auch erfahren hat, was jetzt genau eigentlich los war bei ihm. Und dass auch er nochmal mit dieser ganzen Situation und dieser ganzen Sache konfrontiert wird. Das fand ich auch wirklich richtig gut. Und ich finde, die Autorin hat das super gelöst. Ich finde, die Autorin hat das super umgesetzt, dass die beiden so auch zueinander finden, dass das dann am Ende halt auch wirklich passt, dass es halt auch glaubwürdig bleibt. Und ja, ich kann nur sagen, mir hat das wirklich gut gefallen. Ich bin sehr auf den dritten Teil gespannt. Die Sache gerade jetzt am Ende vom ersten Teil mit Max und Joanne, das war ja so, ich dachte so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Wo dann diese Explosion war von diesem Stripclub und Alter, ich dachte, irgendwas ist jetzt mit Ben und dann dachte ich so, okay, es ist nur der Stripclub in die Luft geflogen und dann kam die ja da angepreddert mit dem angeschossenen Max hinten auf der Rückbank und du denkst dir so, was macht die mit dem? Und ja, ich finde es richtig cool. Ich wusste ja schon, dass es im dritten und vierten Teil um Max und Joanne beziehungsweise um Tiffany und Blake gehen wird. Und ich finde das richtig cool, denn ich denke, das wären sehr, sehr coole Geschichten. Ich freue mich schon sehr auf Joanne, denn ich finde, Joanne ist ein richtig cooler Charakter. Sie ist halt so eine richtige, taffe, harte Braut, die sich nichts sagen lässt, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Und sie ist halt, was das betrifft, komplett das Gegenteil von Annie. Und deswegen bin ich da schon sehr auf ihre Geschichte gespannt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das mit Max sich alles so entwickelt, denn er ist ja nicht ohne, auch wenn er wie von der reinen Optik her ja wie ein Engel beschrieben wird. Ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf und auch die Geschichte mit Tiffany und Blake klingt sehr, sehr spannend. Ich meine, sie ist die Nochfrau von seinem Bruder mit drei seiner Nichten und Neffen und ich glaube nicht, dass das alles da so einfach wird zwischen den beiden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, vor allem, da sie ja jetzt diesen Scheck angenommen hat über 20.000 Dollar, damit sie die Familie in Ruhe lässt und ja, das ist auf jeden Fall noch einiges offen, aber ich muss sagen, dass ich wirklich die ersten beiden Teile wirklich gut fand. Ich fand diesen Konflikt, der beschrieben wurde, gut. Ich fand es gut von Anfang an wirklich umgesetzt. Wie gesagt, die ersten 50 Seiten beim ersten Buch hatten mich ja so ein bisschen verwirrt. Bin ich ja nicht gleich reingekommen in die Geschichte, aber ich fand die Thematik wirklich gut gewählt. Ich fand, die Autorin hat das richtige Maß gefunden, das alles zu erklären und zu beschreiben und umzusetzen und ja, hat mir sehr gut gefallen. Aber diese Sache am Anfang vom zweiten Teil, wo die Hoyt erschossen hat, ich fand das so krass. Vor allem, wo Dylan dann noch angeschossen kam und den Typen verprügelt hat. Und er hat einfach mal Dylan überwältigt und jetzt fällt mein Buch um. Und Kevin steht da rum mit seinem Baseballschläger und Ben und macht nichts. Und ich dachte mir nur so, helft ihm doch. Mein Gott, warum zerrt ihr den da nicht runter? Warum ruft keiner die Polizei? Warum ist, was ist hier los? Ich bin da voll mitgegangen am Anfang und es hat mich echt so voll beschäftigt, der Anfang von diesem Buch. Und ich fand es einfach so gut. Es war einfach richtig gut und mir hat es sehr gut gefallen. Und ja, bevor ich jetzt hier noch weiter schwafel,
ich fand wirklich richtig gut, wie Annie sich entwickelt hat, wie sie aus sich herausgekommen ist, wo sie ja doch ihr ganzes Leben klein gehalten worden ist, durch ihre Mutter, dann durch ihren Ehemann. Ich fand es einfach richtig toll, wie Annie sich entwickelt hat und ja, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Ihr könnt mir ja, wenn ihr die Bücher gelesen habt, gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das alles so empfunden habt. Fandet ihr das auch gut umgesetzt? Fandet ihr das doof umgesetzt? Wie fandet ihr die Ausgangssituation mit dem Ehemann und der häuslichen Gewalt? Und ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wenn ihr irgendwie eine Meinung dazu habt. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!